Hallo und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Wir müssen zum Tenna Salvit Der Beinhaus. Geschmack von heißem Blut. So lange auf ihn verzichten. Muss ich dann hier jetzt einfach den Weg lang, oder? Ich denke, ne? Ich denke schon. Aber jetzt habe ich trotzdem oben dieses Ding jetzt noch nicht. Diesen interessanten Ort nicht entdeckt. Das ist Toten, irgendwas. Immer her mit dem Gold. Manchmal meinen Stab nicht benutzen, warum auch immer. Ist auf jeden Fall runter. Kurze Hustenpause. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Ah. Ja. Dann gehen wir doch mal da rein. Tenna Salvit Beinhaus. Man sagt, die nässende Wunde erhielt ihren Namen aufgrund der Tränen, die auf dem Weg zum Tenna Salvit Beinhaus geflossen sind. Seit der Krippe sind aus der Schlucht nur noch Schreie des Schmerzes und der Angst zu hören. Rakazzo oder Rakazzo, drei Klauen. Ja. So, ich habe jetzt kurz den Ladebildschirm dann unterbrochen, damit wir hier nicht alle allzu lange warten müssen. Oh, ganz schön viele Leute hier. Etwas unternehmen, wo es sich zu bleiben lohnt. Die Kleinmutter war töricht. Durchsuchen. Der Geschmack von heißem Blut. Wie konnten wir nur so lange auf ihn verzichten? Freunde, sie haben uns verschleppt. Sie wollen uns fressen. Diese sollen Schlüssel über die Brücke bringen. Bitte findet ihn und befreit uns. So, durchsuchen wir die Truhe, dann beanspruchen wir gleich noch unser Dingens. Attribut, schwache Glyphe der Abhärtung, Magika-Absorption. Ach, die nehmen wir, oder? Ja. Und bei dem gucken wir noch. Da muss ich nochmal gucken. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Was müssen wir jetzt machen? Rette die Gefangenen. Okay. Das habe ich nicht verdient. Oh, das habe ich nicht verdient. Darfst auch jetzt raus. Gute Arbeit, Wanderin. Ja, geh einfach durch die Tür Such weiter durch. und nutzt diesen Schlüssel. Ich Und schließe diesen auf, Schlüssel. sobald sie in Sicherheit ist. Ja. Wir sollten die nässende Narbe verlassen. Etwas übernehmen, wo es sich zu bleiben lohnt. So, was sind wir denn? Hallo. Dieser Mord
mochte früher Geflügel, aber nach der Verwandlung erscheint ihm dieses Blut dünn wie früher. Ja, also, ich kann es verstehen, dass die sagen, die hätten keinen Bock auf sowas. Weil beim Essen hört der Spaß auf. Dieser glaubt, das war der Letzte. Knapp. Keine Sorge. Er ist sicher bei mir. Ja, also beim Essen hört der Spaß auf. Alles kaputt hier. Alles kaputt. Treiber haben zu dünnes Blut. Wir sollten uns nach Krempen als Tiere behandelt werden. Schändlich. Geht ihr weiter. Ich behüte sie. Wäre ich fast da runtergefallen. Hätte ich wieder außenrum komplett gehen müssen, ne? So bekloppt bin ich noch. Rakasa, ich hatte euch gewarnt, dass es Rache gibt, wenn ihr Khajiit als Beute jagt. Zügelt euch, dann kann unser Clan noch Buße tun. Ihr habt die Jägerin unser Versteck gebracht, Yushiha, nicht ich. Im Gegensatz zu unserer Clanmutter bin ich auf Feinde vorbereitet. Jagt mich, wenn ihr euch traut. Rakasa! Ich will nie wieder Rakasa. Dieses Grabmal sehen. Nicht mal für ihn gibt es kein Zurück mehr. Weder für Rakasa, noch für den Clan der Tenar Salvit. Das Einzige, nach dem sie jetzt noch trachten, ist der Geschmack vom Blut auf ihren Zungen. Jetzt kann diese Sache nur noch auf eine Art enden. Auf welche? Rakasa ist in diesem Grabmal gefangen. Ihn zu töten, wird meinen Clan nicht zurückbringen. Aber ein Exempel an ihm zu statuieren, lehrt die Tenar Salvit vielleicht, sich mit mehr Bedacht zu nähren. Ihr wollt wirklich, dass ich ihn töte? Ich glaube nicht, dass Rakasa euch eine andere Wahl lassen wird. Ich verlange viel von euch. Aber die Leben, die wir gerettet haben, sind nur ein Bruchteil derer, die verloren gehen, wenn er nicht abgesetzt wird. Ihr seid fünfkrallig, Wanderin. Aha. Jetzt ist es an der Zeit. Okay, wenn es sein muss. Huch. Bin ja jetzt kein so ein Fan, aber na gut. Ich freue mich darauf, herzhaftes Blut zu schmecken. Ich sterbe mit Stolz. Ja, das ging halt jetzt schnell. Verdammter Narr. Kommt, wir sollten zurück zu den Überlebenden der Karawane. Hier lang. Warum eignen wir uns nicht Orkru wieder an? Wir haben eine Geisterstadt hinterlassen. Tja. Das fand ich jetzt nicht so gut, aber sie hat ja recht. Hilfe, ich sitze nicht richtig. Dass man dann mehr rettet, als wenn man den einen jetzt dann tötet, als wenn als andersrum. Habe ich jetzt richtig gesagt, den Satz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass weniger sterben müssen, so. Ja. So, ich habe jetzt wieder den Ladebildschirm kurz verkürzt, weil das echt immer mega lang ist. Ups.
Ich dachte, die sind jetzt nicht mehr feindselig, aber sind sie wohl immer noch. Aber okay. Kann man wohl nichts machen. Hi. Ihr habt getan, was ich nicht konnte, Wanderin. Rakassa ist tot. Und seine fehlgeleiteten Überzeugungen sind mit ihm gestorben. Ich wünschte nur, diese Lektion hätte nicht so einen hohen Preis gehabt. Was wird mir noch im Clan geschehen, jetzt da er tot ist? Diese Karawanentreiber werden die Kunde von meinem Clan weitertragen. Andere werden kommen, um Jagd auf ihn zu machen. Was von den Tenar Salvid übrig ist, wird sich entweder auf die Weisheit unserer Clanmutter besinnen, flüchten und überleben, oder Rakassas Schicksal erleiden. Das ist unser Ende, Wanderin. Könntet ihr nicht Rakassas Platz als Anführer einnehmen und Frieden schließen wie eure alte Clanmutter? Ihr habt gesehen, was von meinem Clan noch übrig ist. Diese Reste mögen die gleiche Blutlinie haben wie ich, aber meine Verwandten sind sie nicht mehr. Oh. Es mag eine Zeit kommen, in der die Tenar Salvid wieder das sein können, was sie einst waren. Sobald unser Name und das Heim unseres Clans aus jeder Erinnerung verschwunden sind. Das ist dann der Abschied. Hier gibt es nichts mehr für mich. Wir konnten meinen Clan nicht vor dem Untergang retten. Aber ich bin dankbar für alles, was ihr getan habt. Ebenso wie die Karawanentreiber. Dies haben sie als Dank für euch abgezweigt. Oh, danke schön. Bald werden die Tränen der nässenden Narbe versiegt sein. Ganz wie meine eigenen. Wohin geht ihr jetzt? Weder die Tote noch ich werden Ruhe finden, solange der Verantwortliche noch lebt. Ich werde den Ork jagen, der unser Heim geschändet und meinem Clan den Untergang gebracht hat. Ich kenne den Geruch des Todes allzu gut. Dieser Nekromant wird nicht schwer zu finden sein. Ich bin einem Ork-Nekromanten über den Weg gelaufen. Das könnte der gleiche sein. Sagt mir, was ihr über diesen Ork wisst. Sein Name lautet Zumok Fom. Ich habe ihn getötet, aber seine Verbündeten sind noch da draußen und sorgen für Chaos. Yushia dankt euch für das Beenden einer elenden Existenz. Gern geschehen. Ich bin froh, dass er niemandem mehr Ärger bereiten wird. Dieser Zumok mag tot sein. Doch solange wie seine Nekromanten die Toten von Tenar Salvid weiter entehren, habe ich die Pflicht, sie aufzuhalten. Denkt darüber nach, Gareshri aufzusuchen. Der Sprecher der Mähne kann euch helfen. Es ist schon lange her, dass Yushia unter lebenden Vettern wandelte. Es gab weder Mähne noch Sprecher, als ich noch atmete. Doch ich hoffe, dass sie über meinen Zustand hinwegsehen werden. Ich bin mir sicher, dass ich das Königreich meines Volkes kaum wiedererkennen werde. Viel Glück bei eurer Verfolgung. Euch auch, Wanderin. Ich hoffe, wir sehen uns unter besseren Umständen wieder. Oh, danke schön. So, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne noch ein Stück zurückgehen und dann... Und, den Ort finden, aber jetzt habe ich schon wieder... Was finde ich denn wahrscheinlich wieder? Ach doch, da ist er. Geht weg, ihr Dodos. Ja, ja. Tschüss. Schattentanzruin, genau. Hallo? Ist es dann nur hier so? Kann man da irgendwo rein? Das weiß ich jetzt nicht. Alit. Hey.
Banane und Äpfel. Ja. Weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie rein kann. Ist irgendwie, oder ob das einfach nur so... Ist ja eigentlich immer meistens nur zum Angucken, oder? Ich wüsste jetzt nicht. Da kann man da irgendwie hoch... Ich hab's gefunden. Die Schattentanzruine. Oh. Kann man hier irgendwas machen? Ja, du süße Qualle. Das sieht aus, als könnte man irgendwas machen, aber was? Halt. Ah, Käfer. Okay, das war's dann schon eigentlich. Schön. Sehr, sehr schön. Aber... Es sind diese Mondphasen drauf. Vielleicht muss man da zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt... Hätte ich gesagt, wir gehen... Da waren wir auch noch nicht, ne? Dass wir einfach wieder den Weg so entlang gehen mal. Und dann irgendwann sind wir unten bei dem Mammut. War das singend oder tanzend? Schreiend. Tanzt das Mammut. Na gut. Hatte ich das falsch in Erinnerung? Hier ist dann auch nichts. Aber war schön. Muss ich mal irgendwo nachlesen. Mich doch immer ganz schön, auch was zu wissen über den Ort. Na dann. Mal schauen, was wir noch so finden. Ja, ja. Seid süß. Alles ist süß hier. So fast alles. Noch ein Gewölbe. Das Gestrüpp. Das klingt doch gut. Oh, was ist das? Oh, das, ja. Wollte ich gar nicht. Ach, da bist du. Oh, und dann kann man nicht mal rein. Mich hat jetzt gewundert, wenn es nicht angezeigt wird, dass man da rein kann. Schade. Hallo. Man da einfach hoch. Das Gestrüpp entdeckt. Ja, und jetzt will ich da auch rein. Da will ich jetzt auch rein. Hier, oder? Hier? Nee. Ah, hier. Gewölbe betreten. Das Gestrüpp. In Not- und Kriegszeiten wandten sich die Skrupellosen unter den Deserteuren und enteigneten häufig dem Banditentum zu, um zu überleben und legten Lager und Verstecke in abgelegenen Stellen zu. An. Zu an.
Gibt's hier danach wieder eine Quest? Ich gehe davon aus. Und ein Boss. Und einen Boss. So. Ich mache dann immer mal ein bisschen kurz Pause, wenn der Ladebildschirm ein bisschen dauert. Hallo? Mastur. Seid gesegnet, Rook. Würdet ihr gern die duftenden Worte von Azura hören? Es war sie, die uns Form verlieh und die drei Geheimnisse verriet. Sie schützte uns vor Öfris Zorn und lehrte uns die Mysterien des Mondes. Warum seid ihr in diesem Käfig? Ah, ja. Masdur betrat diesen Hort der Herumtreiber mit den ehrenhaftesten Absichten. Er wollte nur die Weisheit der Fürsten von Abenddämmerung und Morgengrauen teilen. Dies ist das bedauerliche Ergebnis davon. Braucht ihr Hilfe bei der Flucht? Das wüsste dieser sehr zu schätzen. Er ist sicher, dass ihr den Schlüssel in der Nähe findet. Ah, und wenn ihr auch Masdurs Amulett von Azura bergen könntet, Sairebars Schafklaue, die Anführerin der Banditen, scheint es sehr zu bewundern. Wahrscheinlich hat sie es noch bei sich. Okay, ich guck mal. Azura segne euch, tapfere Rook. Ja, vielleicht könnt ihr auch später noch was erzählen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hier rum. Gehen wir doch einfach hier rum. Oh, hier sind ganz schön viele Leute. Ganz schön viele Leute. Ist eigentlich egal, wie rum. Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht doch noch verfranzle hier. Ist das richtig? Ja. Ha, hier ist der Schlüssel. Und nun müssen wir jetzt außen rum und dann... Ach, das sind die riesigen, ne, diese... So wie beim Senshirat, das sind dann diese größeren. Gibt's wohl auch. Ja, die sind ja richtig groß. Azura hätte den alten Spinner davor gewarnt, zu dicht an Räuberhöhlen heranzugehen. Außenrum! Die sind ja auch richtig riesig. Nein, oh, ich habe es gerade noch gesehen. Ich habe es gerade noch. Jetzt bin ich fast wieder reingelaufen. Ich habe es gerade noch so gesehen. Ja, so, und jetzt kommt dann Bossi. Hallo.
Juhu. Oh, Sehenscheid. Ich brauche Platz. Ja, ist egal. Ich brauche Platz. Ah, dann sind aber die Stiefel weg. Und da ist unser Schleichdingens. Weg. Egal. Gucken wir gleich mal. Wäre ja sowieso irgendwann weg. Irgendwann wäre das sowieso weg. So. Amulett von Azura. Und jetzt beanspruchen wir noch. Was gibt's? Verliessuche, Feuerschale, Bett. Boah. Ich hätte gern alles. Aber Feuerschalen habe ich, glaube ich, genug. Bett habe ich aber auch schon. Gewirbelt. Ach komm, bitte. Ich habe natürlich keinen Platz im Inventar. Was hat die für eine Stimme? Okay, die spawnt doch recht schnell wieder. Ich möchte hier kurz einfach mal aus dem Weg gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so schnell wieder da ist. Genau, Inventar. Machen wir die mal weg. So, nehmen wir das Regal. Mein Bett habe ich schon. Feuerschale haben wir eigentlich auch schon. Ach komm, ich nehme das. So. Hahaha. So. Höher? Moment. Richtig. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, was haben wir denn jetzt? Ich hatte doch hier noch dieses... Aber komm mal, Magica. Stufe 14, 17. Oh, da muss ich nochmal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich dafür austausche. Aber irgendwann ist es ja sowieso weg. Hallo, ich habe alles. Ihr habt den Schlüssel, ja? Ja. Wenn ihr dann bitte den Käfig öffnen würdet. Wer ist denn so Azura sei für euer zeitiges Eingreifen gepriesen, Rook. Er ist wirklich Komm verrückt. Jetzt. Wir sprechen draußen. Okay. Bist du denn? Masdur ist dankbar für seine Rettung. Konntet ihr auch sein Amulett finden? Ich habe euer Amulett von Azura geborgen.
Dann habt ihr den Dank von diesem. Und auch den Dank von Azura, wie es scheint. Gerade als Masdur aufbrechen wollte, hat er noch etwas Wertvolles gefunden. Mhm. Nehmt dies als eure wohlverdiente Belohnung. Ja, wie immer halt kein Platz. Immer das Gleiche. Oh, das haben wir ja noch. Ach komm, wir machen die. Masdur ist dankbar. Dann habt... Und so wird Masdur wieder einmal durch das Eingreifen von Azura gerettet. Vermittelt durch euer Handeln natürlich. Was werdet ihr jetzt tun? In jüngster Zeit wenden die Gedanken von diesem sich oft Grünschatten zu. Während die Khajiit Azura stets in ihren Herzen willkommen hießen, sehen die Waldelfen sie noch immer mit Gleichgültigkeit. Vielleicht sind sie es, die am dringendsten ihre duftenden Worte hören müssen. Meint ihr, dass das gut ankommen wird? Nein. Masdur wird auf Feindseligkeit stoßen. Dessen ist er sich sicher. Aber Azura wird über ihn wachen und diesen zu jenen führen, die womöglich gewillt sind, ihm zuzuhören. Darauf vertraut er, so wie er auf die Fürsten von Morgen- und Abenddämmerung selbst vertraut. Okay, dann reisen wir in der nächsten Folge weiter durch Elsweyr. Dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.